Ist der Knast das Jobcenter für Kriminelle? Im Fall Becker scheinbar ja. Wenn dir jemand anbietet, du, ich habe 21 Millionen, hilf mir, die zu waschen, dann kriegst du 1 Million von oder so. Das ist natürlich schon ein verlockendes Ding, weil du brauchst ja praktisch kein Verbrechen mehr zu begehen. Das Geld war ja da. Lösegeld der spektakulären Oetker-Entführung Antwort. Immer noch nicht. Wo sind die 21 Millionen der Oetker-Entführung? Neue Erkenntnisse im Oetker-Prozess. 7 Millionen im Kamin verbrannt. Pokerpartie mit dem Teufel. Rekordlösegeld für Oetker-Entführung. Es ist 1976 und eines der spektakulärsten Verbrechen Deutschlands. Die Entführung von Richard Oetker. Dieter Zloff hatte den Unternehmersohn entführt, tagelang in einer Kiste gefangen gehalten und gefoltert. 19 Jahre später macht Zloff seinem Knastbruder Becker das unmoralischste Angebot seines Lebens. Becker soll mit ihm das Lösegeld in Höhe von 21 Millionen D-Mark waschen. Im Rauschgifthandel, das war alles Peanuts dagegen, was hier passiert ist. Ne? Meist wurde über Dieter Zloff berichtet. Aber der Drahtzieher der Geldwäsche war in Wirklichkeit Hubertus Becker. Und heute wird er endlich verraten, was mit den 21 Millionen D-Mark Lösegeld wirklich passierte. Jetzt ist zum ersten Mal, dass ich mein eigenes Versagen zugebe, ne? Weil das ist auch nicht so einfach. Mir natürlich nicht. Also wer stellt sich schon gerne hin und sagt, hier habe ich die größte Scheiße meines Lebens gemacht. Ne? Es ist das Jahr 1995. Dieter Zloff ist wieder auf freiem Fuß und fährt zu dem Versteck, wo er das Lösegeld aus der Oetker-Entführung vor 16 Jahren deponiert hatte. Vor Ort stellt er fest, dass von den 21 Millionen D-Mark mehr als 6 Millionen verfault und von Insekten angefressen sind. Gemeinsam mit Becker verbrennt er das unbrauchbare Geld in einem Ofen. Die restlichen 15 Millionen versuchen sie in Beckers Elternhaus zu trocknen. Danach versteckt Becker das Geld sicher und schimmelfrei verpackt unter einer Hütte im Lützbachtal. Die Hütte existiert nicht mehr, war aber damals das perfekte Versteck. Aber warum ausgerechnet hier? Warum in diesem Wald? Ja, weil der Wald zunächst einmal ist es ein Privatgelände gewesen, meines Vaters. Da hat keiner was zu suchen. Dein Vater war hier Förster in diesem Wald? Der war hier Förster, genau. Das heißt, um da dran zu kommen, an dieses Versteck, musste man ganz oben rum den Zaun und dann durch den Bach warten und durch diesen Sumpf. Wer macht schon sowas, wenn er nicht weiß, was er da will? Becker übernimmt damals die gesamte Organisation. Darin war er schon immer gut. Doch sein Komplize Dieter Zloff spielt scheinbar von Anfang an nicht mit offenen Karten. Wusstest du, dass er der Oetker-Entführer war? Damals dachte ich, er wäre unschuldig, weil er das mir auch so mitgeteilt hat. Und als wir entlassen wurden, da hat er mir irgendwann dann gestanden, er sei doch der Entführer und er brauchte jemanden, der ihm das Geld wäscht, weil die Scheine waren alle registriert. Und das hast du gemacht? Ich habe mit ihm drüber gesprochen und da hat er gesagt, meinst du, du kriegst das hin? Da sage ich, kann es versuchen. Daraufhin fliegt Becker am 20. Dezember 1995 nach London. Er kennt ja jemanden, der angeboten hat, das Geld zu waschen. Doch man wird sich nicht einig. Der Deal platzt. Becker bringt das Geld zurück ins Versteck. Am 11. Januar 1996 wird er in seinem Elternhaus in Dorweiler verhaftet. Ein Mitwisser hatte ihn verraten. Tagelang wird Becker verhört. Wo das Geld liegt, verrät er nicht. Obwohl man ihm ein verlockendes Angebot macht. Die Bedingungen waren von Anfang an klar. Wenn du das Geld rausrückst, dann kannst du nach Hause gehen, dann kommst du nicht in Untersuchungshaft. Außerdem haben wir von dem Rechtsanwalt der Firma Oetker erfahren, dass du die Belohnung bekommst, wenn du das Geld rausgibst. Wie hoch wäre die gewesen? 15% von dem, was da noch übrig war. Ja. Also 15% von 15 Millionen. 5, das wären knapp 2 Millionen gewesen. So etwa, bisschen mehr als 2 Millionen. Jo. Das, wenn du gesagt hättest, das Geld liegt hier in diesem Wald. Ja, genau. Ja. Und wenn klar gewesen wäre, dass du mit der Entführung nichts zu tun gehabt hättest, dann hättest du diese 2 Millionen, rund 2 Millionen bekommen. So war das, ja. Und das hast du nicht gemacht? Das habe ich nicht gemacht, nee. Warum nicht? Aus einer Art Ganovenehre. Weil ich einfach ein Prinzip habe, ich verrate von Haus aus niemand. Becker schweigt weiter und wird verhaftet. Die Anklage lautet
bandenmäßige, gewerbsmäßige Hehlerei in Form von Geldwäsche. 10 Jahre bekommt er dafür. Doch wo sind die 15 Millionen? Während Becker bereits im Knast sitzt, rückt die Polizei mit einem Großaufgebot im elterlichen Haus an. Es gab eine riesen Hausdurchsuchung. Mein Vater, seine ganzen Jagdwaffen wurden beschlagnahmt. Und das Grundstück wurde umgegraben auf der Suche nach dem verschollenen Geld. Die 15 Millionen werden nicht gefunden. Zumindest nicht von der Polizei. Dieter Slow war ihnen vermutlich zuvor gekommen. Der hatte zwischenzeitlich seinen Anwalt zu Becker ins Gefängnis geschickt und Becker verriet ihm das Versteck. Dann habe ich dem Anwalt einen Plan gemacht, der sozusagen an dieser Stelle hier war, ein Kreuz auf dem Plan, wie so auf einer Schatzkarte. 2 Tage später war das Geld hier weg. Wer es hier genommen hat, weiß ich nicht. Aber dann hat auch der Anwalt doch auch gegen das Gesetz verstoßen. Ja, der hat auch gegen das Gesetz verstoßen, ja. Ist er dafür jemals vor Gericht gestellt worden? Das ist ja nie bekannt worden. Ich meine, ich bin jetzt zum allerersten Mal, dass ich das sage. Und der Anwalt ist mittlerweile verstorben. Sonst hätte ich das jetzt auch gar nicht gesagt. Und den Namen von dem Anwalt, den nenne ich auch nicht. Mhm. Aber so war es. Ne? 1997 konnte Dieter Slow in London mit einem Großteil des Geldes festgenommen werden. 2,5 Millionen sind bis heute unauffindbar. Wie würdest du rückblickend deine Entscheidung damals betrachten, das Geld waschen zu wollen aus der Oetker-Entführung? Ja, mit einem Wort dumm. Ja, weil ich einfach von einem falschen Ehrbegriff ausgegangen bin. Und für einen Menschen sozusagen meine Freiheit aufgegeben habe, der im Grunde gar nicht mein Freund war. Er hat mich belogen, er hat also doch den Oetker entführt. Das wäre aber eigentlich der Punkt gewesen, wo du hättest auch sagen können, pass mal auf, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Ja, das hätte sein können. Jetzt und ich möchte auch mit dem Geld nichts zu tun haben, an dem Blut klebt. Möchte ich das auch nicht. Das war mit Sicherheit ein Fehler, ja. Sagst du das jetzt, weil du das Gefühl hast, das sagen zu müssen? Nein, oder weil ich habe darüber natürlich viel nachgedacht. Das hat mein ganzes Leben aus der Bahn geworfen. Das würde ich nicht nochmal machen, sowas. Ne? Insbesondere für jemanden, der sich dann als charakterlich dermaßen unzuverlässig und labil herausstellt. Allein die Straftat, die er da begangen hat, wie er mit dem Herrn Oetker da umgesprungen ist, das ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass bei dem im Kopf irgendwas nicht stimmt. Und das habe ich alles viel zu spät erkannt. Becker wünschte, er könnte die Zeit zurückdrehen. Doch seine Familie hat er durch den Geldwäscheskandal für immer verloren. Besonders sein Vater war tief enttäuscht. Da hat er dann gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Sie haben mich enterbt und als Begründung hat er angegeben, ich hätte den guten Ruf der Familie hätte ich geschändet. Ich liebte meinen Vater. Ich leide auch sehr darunter, dass ich ihn später so enttäuscht habe. Auch meine Frau, meine Familie, die ist damit durch explodiert. Ne?